Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Wir haben die erste Aufgabe geschafft. Wir haben ein Denkarium. Da schauen wir jetzt mal rein und gucken, was uns erwartet. Er weint eine Träne. Sie so genau weiß, was sie tun muss. Wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist bemerkenswert. Was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht. Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen. Es ist furchtbar, unsere Lieben so leiden zu sehen. Die Dürre ist Jahre her. Aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die Sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen. Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgannock. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Professor Rookwood? Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Okay. Noch eine Erinnerung. Und jetzt raus hier. Ja. Bin auch ich auch dafür. Kristallisiertes Gestein. Das muss der Weg zurück zur Kartenkammer sein. Oh. Cool. Und wir haben wieder einiges, was wir verkaufen können. Das ist auch sehr schön. Hallo, Professor Fig. Lerne ich jetzt dann nochmal, wie man die Schlösser öffnet? Oh, Nummer 2. Wen haben wir denn da? Ich bin Schülerin in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fig. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja. Ja, ich, Professor Rookwood. Kennen wir uns? Sie kommen mir bekannt vor. Ich nehme an, Sie haben mich im ersten Denkarium gesehen. In Gringotts. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden. Und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ja. Mhm. Ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Okay. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Also gut. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Hm?
Kobolde? Die Schülerin hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Sie und ihr Mentor, Professor Fig, sind nicht nur vor San Bakars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Okay. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn. Warten Sie, Professor. Der Name Rookwood. Denken Sie... Dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erstmal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor Isadora, die Hexe aus dem letzten Denkarium, Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten. Hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erstmal hören, was Renrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ich kenne da jemanden. Ich habe Serona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schienen sich gut zu verstehen. Nun gut, sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Meine Hausaufgaben. Ja, Sir. Bevor Sie gehen. Okay. Professor? Sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Okay. Danke, Sir. Ich halte die Augen offen. Mhm. So, sehr schön. Guten Morgen, ausgeschlafen. Ja, wir haben bald Level 27, haben wir eine Nachricht. Welche ist denn neu? Ich habe unser Abenteuer in der Bibliothek nicht gelungen. Vom Unterrichtsraum in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Achso, das war doch... Welche ist denn neu? Wir sind doch alle alt, oder? Da haben wir was. Was haben wir da Neues? Ach so, die und die. So, da haben wir neue Klamotten, aber die sind schlechter. Die kann ich eh noch nicht tragen. Ist aber auch schlechter als das, was ich habe. Hier ist auch schlechter als das, was wir haben. Wir sind schon bei 73. Der ist besser. Den nehmen wir. Okay. Tragen natürlich keinen Hut. Ich finde es ohne schöner. Schal. Den muss ich noch entschlüsseln. Der ist aber schlechter. Den müssen wir auch entschlüsseln. Da haben wir auch... Doch, da haben wir das noch. Ist aber auch schlechter. Okay. Gut. Was haben wir im Inventar Neues? Achso, das ist die Nachricht in der Nähe vom Turm. Und da haben wir das Artefakt. Okay. Gesamter Fortschritt. Kampf. Widerstand gegen Koboldsilber. Okay. Kann ich aber nicht ausrüsten irgendwie. Achso, das müssen wir erst fertig machen, ne? Da haben wir nichts Neues. Da haben wir alle drei.
Da müssen wir auch jetzt noch weitermachen. Okay. Da haben wir noch was. Ach so, da haben wir die Stufe jetzt. Reduzierter Schaden durch Kobold. Knuddelmove-Haar brauchen wir. Feder eines Diriqualds. Knuddelmove-Haar. Wo kriege ich das denn her? Eigenschaften können in Sammlungstruhen in Banditenlagern im Hochland gefunden werden. Okay, aber brauchen wir Material für, das wir alles nicht haben. Vorerst jedenfalls noch nicht haben. Ich sollte sie wohl. Spektakuläre Neuigkeiten. Die Besenaufrüstung ist bereit. Schauen Sie doch mal im Laden vorbei. Okay. Ich hoffe, Sie werden mich für eine drängende und höchst vertrauliche Angelegenheit so bald wie möglich aufsuchen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. Okay. Bitte kommen Sie nach dem Unterricht zu mir, sobald Sie meine Aufgaben erledigt haben. Ich bringe Ihnen Descendo bei. Dieser Zauber ist sehr nützlich, um Objekte auf den Boden zu ziehen. Okay. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Aufträge haben wir nämlich jetzt neue. Bereite dich auf die Suche nach dem letzten Hüter vor. Okay. Dann haben wir hier... Begib dich zum Unterrichts... Ah, Tierwesen, sehr schön. Empfange Gladwin Moon, den Hausmeister von Hogwarts. Er möchte mit dir über etwas sprechen. Alomora, das scheint das Schlüsselöffnungsding zu sein. Auch sehr wichtig. Ich muss nach Hogsmeade reisen. Sirone dürfte bei den drei Besen zu finden sein, okay? Und, was haben wir hier? Professor möchte dich im Depulso eines gegen einen levitierten Gegner erprobe. Ich soll auch etwas Trollpopel sammeln. Was bedeutet, dass ich einen Troll finden und besiegen muss, die Aufgabe zu erledigen? Mein Handbuch wird mich nicht durch diese Aufgabe führen, aber meine Karte könnte dennoch nützlich sein, okay? Ja, dann haben wir noch die Schlüssel, flüchtige Begegnung. Da müssen wir aber Stufe 30 haben, oder sollten wir. Und kaufe die Besenverbesserung, okay. Dann machen wir jetzt das hier. Weil ich will jetzt natürlich mal die Schlösser öffnen können und danach geht's an die Tierwesen. Ne, wir müssen hoch. Danach geht's dann an die Tierwesen. Dass ich mal weiß, wie ich die retten kann. Aber dazu muss ich auch Schlösser öffnen können, also dazu sollte ich beides können. Von dem her. Ach so, und ich könnte hier mal wieder den hinmachen. Dann nehmen wir noch wieder den hier und Lumus könnte ich hier auch gebrauchen. Das sind die, die ich hier intern am ehesten brauche. Ich hoffe, dass wir bald die Stacks da freischalten. Hier die Stufen. Aber das dauert noch. So, gucken wir mal, was der Hausmeister will. Ne, ich muss runter. Nicht hoch. Warten wir kurz auf den. Vorsichtig! Wenn ich außer Gefecht gesetzt werde, verwahrlost die Schule. Ja, ja. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Mhm. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte.
Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Wann war denn das? Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass sie da war. Eigentlich hatte ich gehofft, sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Okay. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Es wird dunkel. Okay. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Okay. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Okay. Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demiguys. Was auch immer das ist. Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demiguys. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Okay. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Okay. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben sie sich durch ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demiguise auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Okay. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Okay. Ich helfe gerne. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste doch, auf Sie ist Verlass. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohomora. Aber die Ausgangssperre... Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Ja. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Bitte. So, das haben wir jetzt auch gelernt. Okay. Allohomora. Wo ist er denn? Ach so, das geht. Wahrscheinlich muss ich da hin, ne? Ah. Ach du Schande. Nutze Q, E und A und D. Q, E, A und D,
um den Funken zu bewegen und die Scheibe zu drehen, bis beide dazugehörigen Zahnräder aktiviert sind. Das öffnet das Schloss. Ich weiß gar nicht, was das von mir erwartet. Um die Funken zu bewegen, wo muss ich denn hin? Muss ich einfach warten, bis das irgendwann aktiv wird? Ach so, grünen Funken bewegen, roten Funken bewegen. Ich weiß gar nicht, was das von mir will. Das ist gerade mein Problem. Ich weiß, ich kann ihn bewegen, aber was verspricht sich das Spiel davon? Okay. Ach, sehr gut. Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Dieses Ach. Ja, ja. Achso, den habe ich ja schon. Verbotener Bereich des Schlosses. Reveli. Alohomora. Okay. Jetzt haben wir's. Liebe Mirabelle, meine liebe Dot hat nach dir gefragt. Vielleicht kann ich sie überzeugen, für ein oder zwei Butterbier vorbeizukommen, wenn du kommen würdest. Das ist schon viel zu lange her. Wenn du es schaffst, vorbeizukommen, könntest du dann wohl ein paar deiner Pflanzen mitbringen, die ganz besonders stark duften, denn vielleicht seit dem Trollangriff hören die Kunden nicht auf über den Geruch von, glaub's oder nicht, alten Socken zu beklagen. Anscheinend war ich bisher nicht in der Lage, diesen Gestank zu übertünchen.
Ich hoffe, dich bald hier zu sehen, mit oder ohne Pflanzen. Deine Freundin Siona. Sirona. Revelio. Nee, schön, haben wir das. Den Desillusionierungszauber endlich gelernt. Das ist sehr gut. Den Schlosszauber zum Öffnen. Das ist sehr gut. Hier haben wir offenbar alles. Professor Fick, ich habe gerade Ihre letzte Eule erhalten. Ich bitte um Entschuldigung für meine späte Antwort. Ich halte immer noch eine erhebliche Menge an Zuschriften bezüglich der Quidditch-Regelreform, die das Dutschen untersagt, was meiner bescheidenen Meinung nach dem Spiel eine moderne Form verliehen hat. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Zuschauer von allen ein Interesse an Quidditch haben, weil sie hoffen, beobachten zu können, wie Hüter grün und blau geprügelt werden. Bezüglich Ihres Briefes, ich möchte Ihnen im Namen des Ministeriums versichern, dass alle potenziellen Gefahren für die Welt der Zauberei überaus ernst genommen werden. Ich habe Ihre Bedenken registriert und sobald es die Kapazitäten erlauben, wird sich die Abteilung für magische Strafverfolgung der Angelegenheit widmen, insofern es der Zeitplan erlaubt. Wir schätzen die Ansichten von erlesenen Zauberern wie Ihnen sehr und Sie können beruhigt sein, dass wir die Angelegenheit im Griff haben. Sollten Sie es wünschen, kann ich veranlassen, dass meine Sekretärin Plätze beim diesjährigen Quidditch-Finale für Sie und eine Begleitperson besorgt. Ich bin mir sicher, Sie wollen ebenfalls gerne von den Ergebnissen einer effizienteren Regierungsarbeit profitieren. Wärmste Grüße, Faris Barwin, Zaubereiminister. Revelio. Ah, das kann ich noch nicht. Okay, wenn wir zusätzliche Monde finden. Hier ist ein Dings für die dardanischen Schlüssel. Der müsste... Ups. Wenn du Revelio auswählst, wäre ein Ort ansehen, in denen sich Autoritätsfiguren und Gegner befinden, enthüllt. Was es dir erlaubt, zu spähen und unentdeckt zu bleiben. Ja. Erinnerung an das Kollegium. Die Hauselfen von Hogwarts leisten hervorragende Arbeit und sind der wichtigste Grund dafür, dass im Schloss Ordnung herrscht. Keine noch so große Anzahl magischer Gegenstände, mit denen sie konfrontiert sind, ist ihnen zu groß. Kürzlich ist jedoch ein ganzer Stapel Zauberknallbonbons hinter einem Polster losgegangen. Es war eine entsetzliche Kakophonie. Einer der armen Elfen wurde vollständig in blauen Rauch eingehüllt und diejenigen von uns, die in der Nähe standen, trugen für den Rest des Tages ein entsetzliches Klingeln in den Ohren. Ich nehme an, dass Peeves der Schuldige ist. Bitte seien Sie aufmerksam und vorsichtig. Mathilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. So, wo ist denn der Schlüssel? Da ist er. Sehr schön. Dann haben wir wieder einen mehr. Dann haben wir nur noch 12. Und dann hätte ich das gar nicht lesen können ohne die Aufgabe. Wäre gar nicht möglich gewesen. Dann hätte ich lange nach den fehlenden Schlüsseln suchen können. Stufe 2, das ist zu hoch. Da kommen wir mal hin. Hm.
Okay. Mein lieber Abraham, Sie wären überglücklich, wenn Sie wüssten, dass die Kinder des Ortes auf der Straße vor Ihrem Arbeitszimmer mit Koboldsteinen spielen. Sie sind ziemlich charmant, muss ich sagen. Mir ist aufgefallen, dass die Jüngste keine eigenen Koboldsteine hat. Also habe ich ihr einen von Ihnen geliehen. Ich wusste, dass Sie nichts dagegen haben würden. Ich hoffe, auf dem Schloss läuft alles gut. Ich bin erleichtert, dass Sie jetzt gut angekommen sind. Schreckliche Geschichten über diesen Herrn aus dem Ministerium. War er wirklich mit Elasa unterwegs? Wenn jemand mit und jemandem aus der Schülerschaft? Einfach furchtbar. Schreiben Sie mir, wenn Sie einen Moment Zeit haben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichte der Teilnehmer des diesjährigen Axio-Duells. Ihre Schüler bewundern Sie so sehr. In Liebe, M. So, und damit ist auch die heutige Folge wieder beendet. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, ich sage danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.